Halt, stopp, eingetreten. Hallo, hier mal wieder bei Let's Get 100% in GTA 4, Part Nummer 17 mittlerweile und ja, wir besuchen, machen heute die meistgesuchten Datei wird aktualisiert, na super. Was soll das denn jetzt bedeuten? Ich möchte jetzt diesen Typ jagen. Ich habe vorhin nachgeguckt und er ist gleich um die Ecke. Dann nehme ich halt den. Und wenn der jetzt wieder am Arsch der Welt ist, dann bin ich aber sauer. Ja, hallo und herzlich, habe ich schon gesagt, oder? Ja, wieder da mit GTA 4, ich, der David, und ja, ich werde euch wieder GTA 4 nahebringen auf meinem Laptop mit der RTI Radeon Premium Graphics Windows 7 Intel Centrio Inside 2 Vario Sony Computer, bla 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 bla, Graphic Card. Geile Sache, dass GTA 4 eben... dass es verträgt. Er verträgt es nur mit ein paar Lags, das ist natürlich klar. Aber ich liebe dieses Spiel über alles, egal. Die Grafik ist mir egal, ich mag die Story einfach so und das macht aus, dass ich einfach dieses Spiel so gesuchtet habe und euch jetzt am Suchten teilhaben lassen werde mit meiner nervigen Stimme. Wenn ihr sie nicht nervig findet, dann abonniert doch mal. Und wenn ihr sie nervig findet, dann schaut euch das bitte nicht an. Denn die Stimme wird dabei sein, die Stimme sein muss. Und wie ihr hier gerade schon seht, viele Grafikbugs. Ich verstehe eigentlich nicht, warum es leckt im Moment gar nicht, aber die Grafikbugs. Ich denke mal, das ist, weil ich die Sichtweite runtergestellt habe. Warte, hier ist was 100% wichtiges, weil ich es doch mal erwischen tue. Ich sollte es vielleicht doch erwischen. Leider ich mal kurz auf mein Polizeiauto. Ja, 29 Sekunden ist jetzt nicht die Welt. Boom. Fandet ihr irgendwie auch, dass der Schuss sich komisch angehört hat? Wenn ja, dann macht doch mal ein Like. Nein, aber der Schuss war komisch. Das hört sich auch voll komisch an. Der klang jetzt anders. Tja. Jetzt ist er wieder normal. Ah, egal. Wir sind gleich beim... Also, wie gesagt, im letzten Part, glaube ich, haben wir... Es ist lange her, dass ich ihn aufgenommen habe. Haben wir, glaube ich, die meistgesuchten beendet auf der Algonquin, der Mittelinsel. Und jetzt wenden wir uns der Anfangsinsel hier zu. Mit Exter und Broker, dem Viertel und so weiter. Tut mir leid, so ein Freak bin ich jetzt auch nicht, dass ich alle Namen kenne. Gut. Und wie gesagt, hier sind jetzt auch wieder 15 bis 10 meistgesuchte, die wir suchen müssen. Doppelt gemoppelt, die wir suchen und töten müssen. Und benutzen wir einfach erstmal diese Rampe. Schalte die C-Person aus. So, mal sehen, vielleicht können wir wen wegbomben aus Leck gerade. Nicht in den Pool fallen. Ach, knappe Sache. Ist sich perfekt ausgegangen. Und, ja. Das war super. Wir haben uns in den Pool, wir haben den Pool gebombt. Egal, dann gehen wir mal Action der Sniper. War ja eh so selten, der Sniper drauf losgehen. So. Was hat er verdient, der Schweinehund? Der hat nämlich mit Drogen gedealt und Kinder vergewaltigt und alles mögliche. Nein, in Wirklichkeit hat er eine Waffe geklaut und Gummibärchen gegessen und deshalb ist er jetzt auf der Fahndungsliste, weil die Gummibärchen waren vom Hauptkommissar. Nee, mir fallen heute keine trockenen Witze ein und deshalb werdet ihr euch jetzt mit dem Gameplay begnügen müssen und da geht einer baden, das ist auch mal super, ne? Da wird mir angezeigt, dass da jemand ist und da ist auch jemand. Ich will nur noch warten, bis er wieder hochkommt. Na. So, jetzt haben wir seinen Kopf durchsiebt mit der Kugel. Ja, ich kann nichts mehr kriegen, nichts mehr töten aus dieser Position.
Kill and Find, nicht wahr? Jetzt sage ich auch schon nicht wahr, oh mein Gott. So. Dann müssen wir mal mit dem Polizeiauto ein bisschen vorfahren. Hier über die Rampe rüber und hier. Halt, stopp, jetzt rede ich! Nein, nein, jetzt rede ich, nein. Kennt ihr das Frauentausch? Das ist übergeil. Ich schaue eigentlich solche Sendungen wie Frauentausch nicht, totale Verblödung und so, aber das könnt ihr euch wirklich mal reinziehen. Andreas rastet aus, oder wie das heißt. Andreas, der Psychopath, rastet aus. Hammergeil. Halt, stopp! Ja, habe ich auch als Intro genommen, diesen Sound hier vorher, also vorher als Intro genommen. Halt, stopp, jetzt rede ich, weil ich fand, das passt ganz gut zu mir als Let's Player, weil ich will ja gerne reden. Und jetzt können wir den Typen von vorhin jagen, jetzt ist die Datei anscheinend aktualisiert worden. Und wie gesagt, der wäre gleich direkt um die Ecke gewesen. Ja, Holz, ne? GTA wollte einfach nicht, ne? Will mir unbedingt die Zeit klauen hier für diesen 100% Run. Das dauert sowieso schon lang genug, 100% zu erreichen, ne? Das ist Dreck. Aber immerhin, ich find's gut, dass, ich find's gut, dass ich einer der wenigen bin, die den 100% Run beginnen, mit dem Ende der Story, weil die meisten, die 100% machen, 50 Videos rein und da zwischen die Story und knallen ein paar Tauben ab und dann ist 100% war. Und ich habe ja mein Let's Play schon lange fertig von GTA 4 und deshalb habe ich noch diesen Spielstand, den ich hoffentlich auch nicht aus Versehen irgendwie überspeichern werde. Und ja, ich denke mal, das wird schon irgendwie gut gehen. Schief gehen. Was haltet ihr eigentlich davon, dass ich im Moment zu viel GTA San Andreas uploade? Findet ihr das irgendwie doof? Soll ich mehr GTA 4 uploaden? Ich weiß ja nicht. Also ich finde San Andreas ist ein richtig geiles Spiel. Und mit der Musik und allem. Und ich habe das lange nicht mehr gespielt. 2 Jahre jetzt insgesamt nicht. Und bis jetzt habe ich jede Mission auf dem ersten Schlag hinbekommen. Und das ist schon irgendwie cool, finde ich, dass ich das noch so drauf habe mit der Steuerung. Oh, fuck, Stau. Oh Gott. Ja, auch ein Depp. Ah, Gott. Ja, hau doch ab. Hier ist die Polizei, bahnfrei, auch im Stau. Typischer Mittagsstau. Müssen wir erstmal ein bisschen Platz schaffen hier. Für den ganzen Stau, da muss ein bisschen was weggepumpt werden. Überreagieren. Und anscheinend ist bei den ganzen vielen Leuten gar nicht bemerkt worden, dass ich jedenfalls unser Auto, das war der, der hier die Bombe geworfen hat. Muss ich mich jetzt hier einreihen und anstellen, weil ich hab echt keine Lust. Also, das gibt's ja nicht. Das gibt's echt nicht. Jetzt, warte mal. Komm ich hier vorbei? Nein, nicht kaputt machen, das Auto. Oh, Glück, wenn wir da jetzt stecken geblieben wären, dann wäre das doof gewesen. Dann reihe ich mich jetzt hier brav ein. Ich darf durch? Okay, cool. Ja, als Polizist wird man einfach durchgewunken, ohne $5 zu zahlen, sobald man im Polizeiauto sitzt. Das ist eine coole Sache. Auch im FBI Buffalo, also den Auto, was die Sondereinheiten haben, wird auch durchgewunken. Auch im Enforcer, im großen Wagen mit dem Spezialkommando, was da meistens aus dem Hubschrauber springt, aber manchmal auch in diesem Wagen ankommt. Und ja, was gibt's noch so groß zu erzählen, bis wir da sind? Ich muss hier die Zeit überbrücken, da dieses Polizeiauto nicht über einen Radiosender verfügt. Das ist natürlich doof, weil so hätte ich die Zeit überbrücken können. So geht's nicht. So nicht. My car, you idiot. Schalte die Zielpersonen aus. Okay, jetzt sind wir endlich hier soweit. Da ist ja der Wagen. Also wenn das jetzt alles war, dann okay, ich bin die weite Strecke gefahren für 3 Sekunden Schusstraining, besser gesagt. Das war es jetzt irgendwie nicht wert. Ich mache weiter mit dem meistgesuchten. Einfach, ich habe mir jetzt überlegt, ob ich vielleicht doch weitermachen soll mit dem Bürgerwehrmission. Ich mache jetzt weiter mit dem meistgesuchten. Hier. Ich hoffe, er ist nicht wie am anderen Ende der Stadt.
Na, das gibt was. Oh Mann. Wieso ist er wieder am anderen Ende der Stadt? Ich verstehe es einfach nicht. Das ist doch einfach... Das ist nicht normal. Vielleicht blende ich hier... Weil ich überlege mir gerade in diesem Moment, ob ich jetzt einfach mein Mikro abschalten soll, dahin fahren soll und dann später einen Song da einblenden soll. Irgendeinen coolen Song. Was würdet ihr denn davon halten? Wie ist mit der GTA 4 Hauptmelodie? Soll ich die da einblenden? Bin mir jetzt nicht sicher. So, wir sind jetzt gleich da, also es dauert gerade wohl 2 Minuten. Also werde ich euch jetzt noch weiter nerven, auch wenn ihr euch jetzt schon gefreut habt auf den Song. Nee, der Song kommt jetzt nicht. Wir steigen kurz um, weil unser Wagen ist Halbschrott, also unser Dienstwagen ist Halbschrott und deshalb wird uns der nette Kollege hier den Wagen freundlich überlassen. So wie ich ihn kenne, würde er jetzt aussteigen und würde sagen, hallo, danke. Das ist komisch, wieso fliegen die nicht weg? Okay, der Jeep, der knallt mir einfach eiskalt hier ins Herz. Das finde ich nicht so super. Also, das ist, wenn jetzt da wirklich schwere Artillerie auf mich wartet, bei diesem meistgesuchten, der jetzt wirklich schwierig ist mit Raketenwerfern, habe ich keine Chance mit dem Leben und dem Auto und der Ausrüstung. Gar keine Chance. Ich hoffe mal, er ist nicht so ein Artillerie-Freak und hat gerade mal so eine kleine 911er, dann hat er keine Chance gegen mich mit der bösen SMG. Ich rede heute wieder viel. Kurz Luft holen. Also echt, mit den vielen Autos ist es nicht so leicht zu fahren. Aber wir wollen das Ganze natürlich auch, authentisch bleiben, ne? Ja, wie weit ist es denn jetzt? Ah ne, das ist nicht mehr weit, okay. Noch 30 Sekunden Weg, dann dürften wir, wenn ich jetzt keinen tödlichen Unfall baue, was bei mir sehr wahrscheinlich ist, nein, dürfen wir da sein, aber auf dem Zwischenstopp, weil ich ja nicht weiß, was mich dort erwartet, werde ich jetzt kurz aussteigen und in 30 Sekunden da hochhechen, weil da oben, Leute, da liegt eine schutzsichere Weste auf dem Gebäude. Ja, genau. Da ist eine versteckt. Wusstet ihr das schon? Ich glaube, ich habe schon mal gezeigt in einem anderen Part. Im Let's Get 100%. Ich bin nicht sicher. Okay, die Hälfte der Sekunden ist um. Jetzt müssen wir uns sputen, dass wir hier dann noch rechtzeitig runterkommen. 11 Sekunden. Oh, jetzt rennt die Zeit weg. Ah. 5, 4, 3, 2, 1 Sekunde und das Auto war zu lang oder Fahrer, doof. Aber wir können ja einfach nur hier bei meistgesucht wieder denselben auswählen und ja, da haben wir sozusagen, ist ja vollkommen egal, ist die Mission jetzt kurz abgebrochen, ist jetzt, ne? Die machen wir noch zu Ende und dann sind wir sind jetzt hier schon bei 13 Minuten durch den ganzen Käse hier. Wirklich. Ich hoffe, ich habe euch jetzt nicht allzu sehr genervt mit dem bla bla bla, was ich hier vor mir gebe. Das Schwierigste an diesem 100%-Mann werden dann insgesamt die Tauben sein. Da werde ich gleich mal einen Montage-Part machen. Nicht unbedingt, wo ich sie jetzt, wo die jetzt sind auf der Karte, weil das könnt ihr euch ja ausdrucken. Google Maps gibt es einfach rein. GTA 4 Taubenkarte habt ihr das schon, aber ich werde einfach die Standorte im Spiel dann kurz zeigen und dann der Schuss und da werde ich hier vielleicht eine Musik drüber legen. Oder vielleicht werde ich das Ganze dann irgendwie drüber, also nachkommentieren und ja. Mal schauen, wie ich das machen werde. Ich muss sie erstmal finden, die Tauben, so gesehen. Ich denke mal, ich habe eh schon irgendwie 10 Tauben oder so, das habe ich sicher schon. So, mit der Desert Eagle geht's los. Pech gehabt. Hast du verschissen. Jetzt ist Rache. Der Nico Bellic, der räumt jetzt erobern. Was ist los? So. Jetzt kann ich weitergehen.
Ah, ich bin ja auch doof. Okay, schieß mal dem noch hier. Wir haben bei ihm gerade den Arsch geschossen. Dann geht's hier weiter. Wow, wow, wow. Automatikwaffen sind aber nicht erlaubt beim Colt-Duell. Das ist ja schon klar, ne? Automatikwaffen sind nicht erlaubt, du Spast. So. Okay, du machst es immer richtig, hast keine Automatikwaffe. Tut mir leid, Mann, in den großen Sakko. Wenn ich ihm wehgetan habe, ich wollte es nicht. Ich will nur die bösen Buben fahren. Und jetzt der feine Schatz. So. Feiner Schatz mit feiner Leck. Okay, es geht weiter und wir sehen uns dann im nächsten Teil. Macht's gut, haut rein, abonniert, kommentiert und bla und bla. Schaut mal auf meinem Kanal vorbei. Ciao!